So Leute, da bin ich wieder zurück. Wir hatten ja schon im Video besprochen vorher, hier rechts die neue Waffe, die wahrscheinlich reinkommen wird, ist eine Waffe aus Rette die Welt. Alle, die mich ja schon länger verfolgen, wissen ja, ich habe ja mit Rette die Welt angefangen. Das heißt, ich kann euch sogar das Gameplay zu dieser Waffe zeigen, wenn sie denn genau so auch ins Spiel kommen wird. Mein Moderator, der Hans, hat auch schon gesagt, die müsste aber eigentlich geändert werden. Ihr werdet aber gleich auch sehen, warum wir das so sagen. Ich habe die Waffe mir extra schon ins Inventar gemacht. Warte mal, nee, hier muss ich nicht rein. Falsch. Wir gehen mal gerade hier mal gerade einen Low-Level-Bereich rein. Ach, komm, hier einfach hier rein. Geht auch ganz schnell, keine Panik. Wie gesagt, ob die Waffe genau so reinkommen wird, wissen wir natürlich alle nicht. Es ist einfach nur eine Vermutung, so könnte sie quasi letztendlich aussehen. Aber wenn ihr die Waffe gleich im Inventar seht, dann seht ihr auch diese verblüffende Ähnlichkeit. Ach, hier sehen wir gerade die Bildschirmaufnahme. Das ist jedes Mal, wenn ich Fortnite neu starte und in ein Game reingehe, minimiert sich erstmal mein Spielfenster. Aber alles kein Problem. Nichts geleakt, gar nichts, nur mein Hintergrund. Mein Hintergrund besteht auch aus Fortnite. Ich lebe Fortnite. So, jetzt dauert es nur ein bisschen und dann sind wir auch schon soweit. Und erstmal danke nochmal an alle, die mich hier in der letzten Season, also in Season 6, jetzt so gut unterstützt haben. Danke für die ganzen Kommentare, Likes etc. Und denkt dran, wenn ihr mich weiter supporten wollt, gerne, wenn ihr euch den Battle Pass holt, guckt, dass wirklich ein Creator-Code drin steht. Natürlich am besten meiner, bin ich ganz ehrlich. Einfach YT-FamilyHack, genauso wie da unten rechts steht. Jetzt müsste eigentlich auch mal langsam die Lobby geladen haben. Ist natürlich wieder der berühmte Moment. Aha. So, hier erstmal alles auf groß stellen. Zack, da war ich gerade auf dem Xbox. So, dann gucken wir hier ins Inventar und ihr seht schon, hier ist die Waffe, die Pulsar 9000. So, wie sieht die Waffe in der Hand aus? So, merkt ihr die Ähnlichkeit? Eigentlich ist da keine Ähnlichkeit, es ist die Waffe. Und so sieht das Ganze aus, wenn die geschossen wird. Ist natürlich letztendlich die Frage, ob die wirklich so ins Spiel reinkommt. Aber ich denke mal schon, denn wir wissen ja, die meisten Items sind in Rette die Welt getestet worden, ob die auch verträglich sind, etc. pp. Und so sieht halt die neue Waffe aus. Ist hier halt auch eine Shotgun. Und wir müssen einfach mal abwarten, ob sie wirklich genau so reinkommt. Die Season dauert ja nur noch genau 2 Tage, also am Dienstag. Weil die Frage kommt komischerweise doch noch ziemlich häufig. Zack. Weil ihr seht auch, hier ist der Boombogen. Zack. Quasi. Alle Waffen sind gefühlt in Rette die Welt auch vertreten. Und so sieht die Waffe halt aus. Schreibt mal einfach in die Kommentare, wie würdet ihr die Waffe finden, wenn die genau so bleibt? Also sie ist nicht schlecht, aber man muss sich dran gewöhnen, auf jeden Fall. So, da würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, gerne was in die Kommentare reinkritzeln. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Sonntag und haut rein.